Mein Gott, ich liebe diese Lackierung übrigens, ne? Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ah, Moment, ich muss ja den Motor einschalten. Auf Wiedersehen! Tschüss. Ciao. Tschüss. Fuck, man. Wo ist unser IT-Profi Kalle, Mann? Vom Hacken. Bock ja, auf dem Rennen? Ja. Ah, guck, der versteht es. Hast du Bock, ja? Eigentlich. Ja, ja, bereit? Okay, 3, 2, 1, go. Alles klar, Mann. Was ist das hier? Ist das eine abgefuckte amerikanische Qualität, die wir gerade fahren? Robert, ich fühl mich minderwertig. Was mache ich jetzt? Das sind die Motorräder, die mich mal überfallen haben. Ist das so? Ja, das sind. Fuck, Alter, Robert. Wir brauchen eine neue Karre. Ja, Motorräder sind halt sauer. Ja, Motorräder haben halt eine bessere Beschleunigung. Mal gucken, ob wir in der Endgeschwindigkeit was regeln können mit unseren 170. Vielleicht überholen wir die gleich mit 2 km/h. Ja, ich ganz ehrlich, wir fahren hier in Opel Saphir, was anderes ist das nicht. Scheiße. Wow, wow! Ich glaube, der Typ ist nicht so ein Rennfahrer, weißt du, was ich meine? Der gerade an uns vorbeigeschossen ist, Alter, what the fuck, einfach. F ist Turbo? Ist F Turbo? Nein! Wieso, was macht F? Oh! Robert? Domme? Ah, hörst du eigentlich irgendwann auf mich? Entschuldige, Alter, ich dachte, das wird echt was machen, ey. Ich bin einfach rausgefallen, was soll ich machen? Scheiße, Alter. Guck mal, hier das ganze Blut. Wie mach ich den Turbo jetzt hier rein? Keine Taste für. Scheiße. Warte mal, jetzt hör ich den Turbo, hörst du den? Hey, nee, du fährst bei mir komplett lautlos. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, ihr habt gewonnen, ja. Ihr könnt besser Auto fahren, als ihr überfallen könnt. Wir sehen uns. Wow. Hat der Ken? Fucking Amateure. Ja, immer einen kleinen Roast da gelassen. Ah, Robert, komm schon, High Five! Woo! Shots fired! Ja, aus einer Schwäche eine Stärke machen, sag ich immer, Robert. Guck mal, so viele Weisheiten, die du heute lernst. Ja, jetzt sind sie Pizza, der 20 hinterher. Ist das so? Mein Rückspiegel funktioniert nicht. Der Name immer noch Kai-Uwe. Ich erinnere mich zurück und wir waren gerade eben im Sexurlaub, Robert und ich. Robert wollte unbedingt die Skimails und wie auch immer, wir mussten ein bisschen Catch-up betreiben. Wir mussten ein bisschen erfahren, was passiert ist. Mit anderen Worten, wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen und am nächsten Morgen hatte mich Curtis Kusch angerufen und wir wollten die ganze Sache klären. Guten Tag, mein Freund Kai-Uwe. Hallo, guten Tag, ich spreche hier. Was geht, Mann? Wer spricht da? Mein Freund, du bist wieder ins Schnitt zurückgekommen. Ja, Digga, Alter. Das ist ja ein Albtraum, war das ja. So, ich bin jetzt aber ja, wieder im Lande. Ich habe gehört, es ist viel passiert. Erzähl. Ja, sehr viel, mein Freund. Sollen wir uns treffen? Ja, lieben gerne, Mann. Ich warte gerade nur auf einen Freund, der ist einmal kurz eingepennt, Mann. Wo ist treffen so wir uns? Viel passiert, mein Freund? Ja, Grove Street, wo sonst? Grove Street, alles klar. Ich komme sofort vorbei, ja? Wir müssen übrigens aufpassen, gegen mich ist Haftbefehl draußen. Haftbefehl? Okay. Ja, ich habe jemanden aus dem Gefängnis befreit, aber habe keine Maske angezogen. Ja. Oh, wow, Dude, Alter. Rookie Mistake. Okay, Grove Street, sagst du. Alles klar, wir sehen uns gleich. Ja, ich bin in 2 Minuten da. Es ist so viel passiert, mein Freund. Was soll ich dir erzählen? I don't know. Gegen mich ist ein Haftbefehl draußen. Ja, was ist da passiert? Erzähl mal davon. Ja, ein Freund von uns war im Gefängnis. Hm. Und laut Informationen war nur ein Beamter vor Ort und wir brauchten die Schlüssel für die Zellen. Aber als wir da reingerannt sind mit 4 Leuten, war unten die Richterin und andere Polizisten und wir mussten alle bedrohen, auch die Richterin. Okay. Ja, wir konnten noch nicht flüchten in das Hintereingang, weil da haben wir alle reingeschickt, die Richterin und so. Wir mussten vorne raus, ohne Maske, mit Kameras. Oh fuck. Seitdem ich werde gesucht. Wir hatten ein großes Treffen vor ein paar Tagen in der Grove Street. Mhm. Da waren alle anwesend. Dann kam eine Razzia von Polizei und FIB mit Helikopter. Aber die haben nichts gefunden. Unter uns befindet sich ein Undercover-Cop, wie wir im Verdacht haben. Warte mal, irgendjemand ist Undercover bei euch? Ja, richtig. Aber nicht kein Familienmitglied, sondern ein Außenstehender. Okay.
So ein Freund wie du einer bist, aber ich wollte es gerade sagen, ja. Ich habe damit nichts zu tun. Kralle auch nicht. Bitte, wir waren die ganze Zeit nicht im Lande. Ich würde dir hier die Brücke runterhängen. Komm rüber, mein Freund. Richtig, und ich hätte dich zur Polizei gefahren, siehst du? Also ist alles gut, Mann. Ja, weißt du, wer jetzt bei der Baronschaft abhängt? Also da ist. Du kennst diese Frau, diese Charlene oder wie die hieß. Charlene fucking Hoppel, ernsthaft? Ja, richtig. Die hängt bei der Baronschaft ab? Ja, die das devaluiert so ein bisschen. Das devaluiert so ein bisschen die Baronschaft, sind wir ganz ehrlich. Das letzte Mal, als ich die kennengelernt habe, hast du die noch ganz besonders betitelt. Ist das denn? Ja, Bruder, als Fickloch. Ja, dass das Fickloch jetzt tanzen geht. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das Fickloch tanzt jetzt also auf. Die rennt jetzt rum in Kleid mit gemachten Haaren und macht Schickimicki. Als sie mit uns war, die hat rumgefurzt und gerülpst und aggressiv und weiß ich nicht alles. Okay, das ist interessant. Wow, ey. Ja, meine Auszeit, ey. Ich habe ja einiges verpasst, ey. Ja, geil, Mann. Okay, das Fickloch ist jetzt also in High Society. Das kommt davon, wenn du nach Thailand fährst, Sextourismus machst. Was soll ich machen, Mann? Was soll ich machen? Ganz ehrlich. Das war eine miese Situation. An deiner Stelle, ich würde andere Hose anziehen, dann kriegst du auch nicht so dicke Eier, mein Freund. Hör mal, die Hose ist mittlerweile Image geworden, okay? Immerhin, ja? Mittlerweile rennen hier auch andere Leute rum. Die sehen genauso aus wie du, mein Freund. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja, doch. Jetzt sag nicht, ganz du hast schon mal irgendjemanden von meinen Nachmachern angesprochen. Weit, weit Stück. Ja, natürlich, mein Freund. Gott! Ich bin hingegangen, ich sag Kai-Uwe, dann kommt so eine kleine Piepstimme. Aber ich hab den dann bedroht mit Pistole, dann ist der weg. Das ist gut, Mann, sehr gut, ey. Wie gesagt, wir sind heute im Land und wir helfen dir. Also, Curtis, Mann. Soll ich dich zurück zu Grossfield fahren, oder? Ja, bitte. Ja, ab geht's, Mann. Komm. Weil hier ist viel Wasser, ich kann nicht schwimmen, mein Freund. Ja, ja. Ich hab nie gelernt. Immerhin ist hier schön, sind wir schön alleine. Fahr mal links, bitte, Kaiova. Das ist gut zu wissen, dass du morgen wiederkommst. Ihr fährt irgendwo in Wagen rum, bewaffnete Leute. Was, hier? In der Grossfield? Hey, hör mal. Ja. Wir wollen uns wieder ans Bein pissen. Aber ich sehe keinen. Die Vagos? Nee. Irgendwelche Mafia-Typen oder so. Ich hab keine Ahnung. Müssen mal checken, was hier abgeht. Opa, ne? Opa! Er meinte, er will morgen wiederkommen. Keine Ahnung. Hey, was gibt's denn hier? Ich hab gedacht, du passt die auf, Opa. Curtis? Opa. Ja, mach ich doch. Curtis. Ja, warum fahren wir hier bewaffnete Leute rum? Ja. Ich fahre keine bewaffnete Leute. Ich hab doch gerade einen Anruf bekommen, dass hier irgendwo. Was macht die denn? Ist die verrückt? Curtis, der eine Typ, der da umstand, hast du den gesehen? Right. Welche? Nein, hab ich nicht. Er meint, er kommt morgen wieder. Mantel. Ich hab zu ihm gesagt, was er hier will. Er meinte, er kommt morgen wieder. Und ich hab ihm gesagt, dass er sich hier verziehen soll und dass er sich hier nicht umzuschauen hat. Ja, ich sag euch mal eine Sache, du hinten beim Wir müssen mega aufpassen jetzt. Beim Verarbeiter ist ein Fahrzeug. Ja, egal, scheiß auf den. Der soll sein Grass machen. Ja, soll er seine Drogen machen, klar, aber nicht so. Ja. Ich bin ein bisschen nervös irgendwie, ne? Langsam wird ziemlich gefährlich hier. Ja, aber der hat uns beobachtet. Also soll nur einer kommen, ich sag's dir, ne? Ich zieh alles, alle Fußnägel und Zehennägel. Da, Kai-Uwe, das ist der Herr Grinch, wir nennen den White King Kong hier. Der wird doch hier. Ah, guten Tag. Auf. Schön, ich kennst du den King Kong. Ich bin Kai-Uwe. Der ist schwarz, mein Bruder, aber der ist Albino. Ja. Albino der hat rote Augen. Der ist Kriegsveteran, der war in Vietnam. Ja, richtig, genau. Er war ein bisschen zu viel in der Sonne drin. Kein Problem, Mann. Ich bin nicht. Deine Freunde sind meine Freunde. Ja, richtig. Dauerhaft war ich. Durch Steck aus, dann kannst du dein Business weitermachen. Alles klar, Mann. Wir sehen uns. Wir telefonieren später. Tschüss. Wir telefonieren. Haut rein. Ja, ajo, ciao, ne? Tschüss. Nice. Nette Leute, ne? Ajo, ciao, ne? Boah, der war richtig doof, Alter. Der war richtig doof. Ich sag mal so, wenn ich irgendjemand glaube, was das Druffradar angeht, ne, dann bist du es auf jeden Fall. Ajo, ciao. Der Typ, ich zieh dem alle Fuß und Zehennägel. Oh Gott, ey, wo sind wir nur gelandet, Mann? Ja, nur nette Leute hier, Los Santos, Mann. Unsere neue Heimat. Ja. Ja, keine Ahnung, wir sind hier gerade auf einer Mission so. Ich call dich gleich nochmal. Ja. Nee, da musst du mal hier den Chef fragen. Warum gehen die Türen nicht zu, Alter? Ja. Pack mich ab! Alles klar, ciao, ciao. Jo, was geht, Bro? Leo? Jo? Killer, was geht? Ja, der Lucky callt dich jetzt.
Ja, Bro, ey, übrigens, wir fahren jetzt in der Tanke und wir werden da jemanden abzocken. Alles klar, bist du bereit dafür? Ja. Okay. Denkst du, wie wär's, wenn ich mich gleich melde? Wir sind gleich dabei, irgendwelche Leute umzunieten, Mann. Ich melde mich, falls es gut geht oder falls es nicht gut geht, okay? Alter, seid ihr verrückt? Digga, kümmere dich um das schwarze Öl, wir brauchen das komische... Alter, diese Tür, ne? Ey. Yo, denkst du? So, was? Wie gesagt, wir sehen uns gleich. Alles klar? Ey, mach keinen Unfug. Ja, okay, ich seh dich, Mann. Ciao, hau rein. Jo. Meine Fresse, Alter. Jo, Leon. Ja, ich weiß nicht, so wird so einfach nur die Scheibe kaputt machen. Ey, Alter, da ist so noch so eine Tür. Nein, scheiße, ich wollte die abfahren, warte. Diese Türen fucken mich gerade ein bisschen ab, muss ich zugeben. Danke. Oh. Oh. Also, wir fahren jetzt zur Tanke hin und wir klären das, okay? Deine Tür, Kai-Uwe. Yo, Curtis. King Kong. Ja, howdy. White King Kong, wie der heißt. Kopfschmerzen, sofort wieder da. Ich bin sehr weit King Kong. Sag mal, hat der Schwarze gerade geredet wie jemand, den ich kenne? Kann das sein, dass der schon mal weiß war? Ja. Okay. Ist das fucking green oder so? Ja. Was ist green jetzt schwarz, Alter? Hat der Typ sich angemalt? Ja. Der ist nicht echt, ja. Mann. Kannst nicht vertrauen. Wir haben eine Lackfarbe gekauft und den angemalt. Ja gut, okay, das ist alles gut, Mann. Sein wer Freund, der Pinguin, ist auch bei uns. Oh, ernsthaft? Nice, ey. Ja. Hey, wer ist mein Paar? Hey. Hey, yo, Babe, kannst du mal... Holy shit. Yo, King Kong. Was du für ein Ja, Problem? Bitte. Hast du mal ein Pape? Ich hab kein Pape. Wieso fährst du mit dem Fahrrad in die Karre? Von Johnny Cash hab ich noch hier. Möchtest du das? Ja, reicht. Wo ist dein Auto? Die Kassette? Ja, warte. Ja, danke. Jetzt schmeiß mal rein. Warum? Ja, ey, Digga, ich schmeiß rein. Warte, wo haben wir's? Opa, riech mal meinen Finger. Warum? Wo ist deine Karre hin? Ah, da unten ist jemand. Ich. Ja, nein, Bertolt, nein. Bei uns fehlt wieder einer. Wir müssen warten. Ja, Digga, dann nutze ich mal die Chance und piss mal hier in den Fußraum, ja? Ich bin gleich da. Ah, oh, fahr das scheiß Rad hier weg, Alter. Nein, du fährst doch nicht damit. Opa, bleib ruhig jetzt, du weit King Kong. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Kannst du mir mal da vorne den. Oh, guck mal, was da unten fährt. Den Becher geben da. Den Becher? Ist nicht schlimm. Ja, der da vorne. Ey, die Scheiße, Bob. Schenkt. Wir haben den Tür. Wo ist der Pinguin jetzt? Jetzt mag er ohne Witz. Der ist doch hinten bei. Sitzt Dimmer, hier. Oder? Nein, wo ist der Pinguin? Ich hab den dabei. Der ist hinten drin. Okay, Green ist vorne. Litchi, yes. Okay, Kai-Uwe links mit Kralle die Kralle. Korrekt. Ich bin mit White King Kong. Okay, jetzt müssen wir warten. Was für eine Truppe, meine Fresse. So, was ist eigentlich genau der Plan? Was haben wir vor? Was machen wir gleich? Sag sowas. Ja, wir kapern den LKW wie somalische Piraten, mein Freund. Ja, wir umschwärmen das Ding und bremsen es aus, oder was? Gleich, ja, richtig. Gut, und wenn der nicht anhält, wir schießen auf die Rifle. Alles klar. Dann ziehen wir den aus der Karre raus, werfen den ins Meer, nehmen seinen LKW, verkaufen seinen Schnaps. Klingt geil. Gehen den nach Hause, treten seine Tür ein, klauen seinen Pudel. Was ist hier los? Hey, was machst du, Opa? Hey, Boss, was sagst du? Soll ich mal kurz ein Stück hochfahren und gucken? Nein, bleib einfach hier, wir sehen die, wenn die kommen aus dem Tunnel. Da hat doch jemand gesagt, ich soll vorher fahren. Ey, schieb mich na, Opa! Der Opa ist so nervös, seine dritten Zähne fallen in Crash Bros. Ich hab schon mal einen Reifen auf. Ja, du kriegst gleich Platten dadurch, ne? Du voll die Dinger. Ja, nicht zu krass. Ja, eben. Nur ein bisschen warm machen. Nein! Ey, Opa! Oh. Opa! Ja, Digga, ist da ein Teddybär vor deinem Kühlergrill, nur so nebenbei? Heilige ja, Scheiße, Mann. Mit Slim. Der heißt Bam Bam. Bam Bam. Oh, fuck, Alter. King Kong ist definitiv mein liebstes Mitglied. Der ist verrückt. Meine Fresse, wo sind die denn, die Risikoverkäufer? Bam Bam. Ja, dem Bam Bam fehlt ein Auge. Ist das so? Warte, ich könnte mit dem. Ja, da ist ein Loch drin. Ja, hat sein Tanker an eigentlich? Ey, aber nicht anfassen, der rastet auch sonst. Ja, ja. Der Opa. Ja, kann ich ihn mal anfassen, Mann? Nein, darfst nicht. Okay. Weißt du, ich fass ihn trotzdem an, wer ist damit? Hier. Ja, dann hole ich mit meiner Stange hier deinen Kopf und so. Und dann schlage ich die zusammen.
Okay, ich will nicht, dass du eine Fußnägel rausreißt, wie du es sonst immer vorhast. Ja, hey, der hat dir mit dem Höschen gefasst. Oh. Opa, von wem heißt der eigentlich der Höschen, wo der Bamba trägt? Achso, der ist von meiner Mutter. Oh. Und warum, der Höschen ist verklebt? Da kommt ein LKW, aber der okay. Ist... Ja, egal, den nehmen wir, let's go. Let's go, 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 go. Let's go. Let's go. Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben oder wir öffnen das Feuer, Kollege! Hey, Motherfucker! Halt dein scheiß LKW an! Stehen bleiben, Bro! Motherfucker, stehen bleiben! Raus aus dem Fahrzeug! Wenn du Faxen machst, gibt's die Kugel! Hast du mich verstanden? Fort, mein Freund! Raus! Aussteigen! Nimm deine Pfoten hoch! Was ist denn euer Problem? Dein Handy ist weg, mein Freund! Du kannst niemand mehr rufen! Hände hoch, sofort! Nimm deine Hände hoch! Mach deine Hände hoch! Welcher Muskel war das, Gänger? Übungsmuskel. Sehr gerne. Ja, richtig. Opa, durchsuch seine Tasche. Mach Opa, durchsuch seine Tasche. Ja, komm mit. Mitkomme. Aber wie läuft der denn rum? Zu wem mitkommen? Ja, mit mir hier. Dem Opa. Dem Opa. Der Typ mit der türkisen Jacke. Mit den weißen Haaren. Der gut aussehende hier. Ah, wir brauchen Schlüssel. Gib uns den Schlüssel vom LKW, mein Freund, sofort. Den hab ich doch liegen lassen, als ich ausgestiegen bin. Digga. Mega, gib den Schlüssel. Vorsicht, den dritten Auto runden. Alter, der soll dir verpessern. Nein, der gehört. Ist okay. Halt den Schacht dahin. Ah, komm, Alter, spiel mit und dir wird nichts passieren. Sei ordentlich, Mann. Also, mein Freund, wo ist der Schlüssel? Beschütze dein Leben. Gib den Schlüssel ab. Besten Dank, also, ja. Ich hab den Schlüssel bekommen. Dankeschön. Okay, ich hab ihn. Dann steig in die Kamera ein. Ab in die Kamera. Du bleibst hier schnell, mein Freund. Denk dran, du hast kein Handy, ne? Die Bullen! Wohin? Verschwindet! Wohin geht's, Jungs? Ja, hey, oben fahren wir! Okay, ja, alles klar! Oh shit, Bros! What the fuck? Holy shit! Ich hab niemanden gehabt, Mann! Fahr weiter, Leon! Fahr, Alter! Fahr! Fuck! Fuck, Mann! Kai Uwe, Mann! Yo, Curtis, was? Wohin soll ich fahren, Mann? Kai Uwe! Fahr einfach! Soll ich in die Berge fahren? Nein, fahr einfach! Egal wohin, wir folgen dir! Und Schussankündigung ist los, wir dürfen auf die Kopf schießen! Digga, hab ich dir schon erzählt, dass ich keine Waffen mehr hab, weil ich fucking in Waffen. Oh, fuck, Mann! Ja, ey, ich bin. Dann zeig Mittelfinger, wir sind hinter dir, beruhig dich! Alles klar, Mann! Zieh noch eine Light Cokes, beruhig dich! Feuer auf Kopf! Wir bleiben in den Funkkontakt. Wir machen das, Mann. Wir müssen den Schnaps irgendwo hinbringen. Das ist viel Geld. Alles klar, Mann. Opa, du fahr, ich schieß. Jo, Mann, ich... Du sollst nicht fahren, Opa. Fahr nur, ich schieß. Ah, oh, Popmusik, das ist genau meins, Alter. Okay, ich wurde getroffen, Opa. Du musst besser fahren. Fuck, Alter. Okay, die drehen ab. Sehr gut, Mann. Fahr, Opa. Nicht zurück, bist du verrückt? Fahr den LKW, weil du irre bist im Kopf, Opa. Fahr den LKW hinterher. Ich üb schon mal den Mittelfinger, warte. Nein, der ist da nicht. Zack, Opa. Jawohl. Opa, mach keinen Scheiß. Nein, fahr grad aus. Hey, Green will die bekämpfen. Was macht ihr? Der ist irre. Der hat gesagt, hau ab. Nein. Ah, was machst du? Wir sollen dir helfen. Ich kann halt nichts machen. Ich hab keine richtige Waffe. Was? Junge, ich telefoniere mit dem. Was sollen wir denn jetzt da machen? Hinfahren und die Cops umknallen. Fahr zurück, knall die Cops um. Nein, fahr geradeaus weiter, die verfolgen uns. Ja, wollte ich gerade sagen, die sind doch jetzt hinter uns her da. Mein Gott, ne. No. Ja. Schieß einfach. Was? Ja. Ja, wir haben die Cops am Arsch, die haben den Green am Dingsladen festgenommen. Die fahren uns hinterher, die haben uns jetzt gerade die Reifen zerschossen. Wir brauchen ganz dringend Hilfe. Ja? Fuck! Dun, 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 dun.